Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Los Forestos. Und ja, am Ende der letzten Folge sind uns hier ein paar der Ureinwohner entgegengekommen. Und die gingen ja richtig schnell down, so wegen der Armbrust. Das ist meine neue Lieblingswaffe. Vor allem, die sind auch richtig schnell in die Fallen gegangen. Zwei von denen habe ich ja nur wegen den Fallen geschafft auszuschalten. Dann gab es auch noch irgendwie einen Fackelwerfer oder so. Den habe ich auch direkt sofort ausgeschaltet gehabt mit. Was macht er denn jetzt hier? Ich hoffe, der sieht uns nicht. Wo ist denn der jetzt? Okay, der geht wieder zurück. Den gesehen, Thrombosen Jonas war da. Da hinten läuft er. Ich habe mich jetzt kurz wegen Bambi auch noch erschrocken. Das wäre jetzt auch noch ein Mutant. Wir gehen aber dann mal ein bisschen weiter weg. Dann gegen so einen Thrombosen Jonas. So, Mann gegen Mann. Könnte schwierig werden. Nehmen wir den Totenbaum hier. Ist er noch da hinten? Nicht mehr da zu sein. Ist mir ein bisschen zu gefährlich. Bau die mal wieder auf hier. Oder warte mal. Wir haben ja jetzt die Armbrust. Wollen wir es vielleicht mal wagen? Komm, wir wagen es. Da hinten ist er wieder. Wir haben ja zur Not noch Knochenrüstung auf Tasche. Haben wir noch Molotows? Ne. Ach doch, wir haben Molotows. Noch brennt er. Komm, Thrombose, komm. Nein.
Nein, 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 nein. Jo, der ist auf meinem Boot. Ja, weg von meinem Boot. Was der da hochging. Komm. Komm schon. Jo, wie viel hält der auf? Oh. Jo. Wir haben Thrombosen-Jonas ausgeschaltet. Klar, hat jetzt wieder zwei Fallen gekostet, aber. Was haben wir da gleich gerade von dem gesammelt? Hier. Ah, Mutantenrüstung. Wir haben sie endlich. Na, so kriegt man die Mutantenrüstung. Alles klar. Ja, wären das jetzt zwei Mutanten gewesen, das wäre mir doch ein bisschen zu heavy. Thrombosen-Jonas haben wir locker platt jetzt gemacht. Da hat er jetzt ein bisschen länger gedauert, weil wir sehr viel Alkohol jetzt verschwendet haben, also Molotovs. Aber der hat auch wegen der Falle auch ordentlich Schaden bekommen. Aber wir haben auch sehr viel daneben geballert gehabt. Ich glaube, mehr werden wir am heutigen Tag nicht mehr schaffen. Sammeln. Weil Sonne geht schon unter. Aber das war mir jetzt neu, dass die Mutanten jetzt auch mal hier zu uns hinkommen, so spazieren. Scheint mir doch ein bisschen zu gefährlich zu werden hier. Aber so laut waren wir jetzt auch nicht oder so, die hierhin angelockt werden könnten. Aber vielleicht haben ja die Ureinwohner den Mutanten gesagt gehabt, so, ey, du musst mal dahin gehen, so. Da ist jemand, der zerfickt uns enorm. Mach du den mal kalt. Und wenn die dann feststellen, oh, der kommt nicht mehr wieder, und dann kommen die hin, sehen seine Leiche da. Dann kommen die wahrscheinlich sogar mit einer größeren Armee irgendwann. Die kam ja auch einmal hier mit diesem Wurstmonster oder wie auch immer der heißt. Obwohl das Wurstmonster war eigentlich an sich schon ziemlich einfach im Vergleich zu den anderen Mutanten.
Bei dem Wurmmonster musste man ja nur aufpassen, dass der sich nicht wieder dupliziert oder zusammensetzt. Solange der in Einzelteilen ist, war der ja relativ einfach. Bitte bleiben wir nicht wieder da stecken. Doch, wir bleiben stecken. Das ist dieses Teil hier. So. Und eingeparkt. Aber war mal eine interessante Überraschung. Nice, den haben wir fertig und jetzt fangen wir hier an. So, und dann können wir jetzt gleich auch noch pennen gehen. Schnell was essen. Noch ist er essbar. Gut. Grüße den mal aus, damit ich sehe, ob der jetzt schlecht wird oder nicht. Ist ja gut. Legen wir den drauf. Hundertzehn Stöcker noch. 176 Baumstämme. Ist ja nicht mehr viel. Ich würde sagen, das würden wir sogar noch relativ schnell fertig kriegen. Ja, okay, was heißt hier relativ? Also, wir müssen hier oben noch auf jeden Fall einiges machen. Also die Türme da fertig machen und so. Und die Mauer drumherum. Und dann gehen wir jetzt wieder vernünftig Holz fällen. Wir machen dieses Mal auch voll. Nicht so wie gerade eben noch alles hier ja, auf den Kampf fokussiert, sage ich jetzt mal so. Ist aber auch krass, wie weit man eigentlich schon sehen kann, so die Bäume und so weiter. Rein theoretisch, wenn wir das mit den Bäumen nachwachsen so ausstellen würden, könnten wir tatsächlich die komplette Insel kahl fällen, dass da nicht ein einziger Baum mehr steht. Müsste eigentlich rein theoretisch möglich sein. Wenn wir Bäume nachwachsen ausschalten, dürften die dann auch, wenn wir alles abholzen würden, gar nicht mehr vorhanden sein.
Ah, wir haben vergessen, die Knochen einzulagern. Fällt mir gerade ein. Da liegt immer noch Thrombose. Ah, komm, wir gehen mal hier hin. Dann ist wieder Bambi. Aber die Weste finde ich mega. Der gibt gar nichts. Oh, den nehmen wir. Baumfeld. Warum war mich stell die nicht so an? Nur die Natur, die hier auseinandergenommen wird. So, den müssen wir so tragen. Ups, und so. Ah, den nehmen wir noch mit. Und den hier. Haben wir wieder 10 Stöcker voll. Nice. Machen wir voll. Hier auch noch voll. Ja, und da sieht es wieder günstig aus. Ich hoffe nur, dass da jetzt wieder kein Mutant auftaucht. Denn ich weiß nicht, wie sehr ich den anderen Mutanten auch noch gewachsen bin. Obwohl gegen Thrombose kamen wir eigentlich, auch wenn der Kampf ein bisschen lang gedauert hatte, aber relativ gut kamen wir gegen den an. Oh, die rollen da alle runter.
hier geblieben. Hier noch einen Baumstumpf? Ne. Okay. Und eben noch schnell Stöcker. Und dann haben wir's. Stöcker haben wir fertig. So, essen müssen wir auch schon langsam wieder. Gut, dass da ein paar Schildkröten angeschwommen kommen. Boah, sobald wir die Kirche bauen und unsere eigene Sekte gründen, wir widmen die Kirche die Sekte der Schildkröte. Weil die hat uns so oft Leben gerettet, sagen wir mal so, vom Hunger erlöst. Das sind wir der Schildkröte würdig. Wir werden eine neue Religion gründen und es den Schildkröten widmen. Dann bauen wir noch dieses Kreuz, was da gab's. Und hängen da auch noch ein paar Schildkröten dran. Ich glaube, den Schildkröten werden wir diese Religion, diese Sekte schuldig. So oft wie die für uns ihr Leben gelassen haben. Ah, wir können ja auch wieder Steine sammeln, stimmt. Jo, der Wind scheint ein bisschen stärker zu sein. So wie die Bäume sich da gerade bewegt haben. Baumstämme liegen hier jetzt keine mehr rum, ne? Ne. Dann heißt es wieder zurück. Jo. Einmal noch und dann so einmal drei Bäume und dann haben wir es. Dann gehen wir diesmal dahin. Aber die drei sehen schön aus. Wir nehmen die drei. Da springt er da. Wir nehmen die drei Bäume hier.
Gut, dass der mich nicht erwischt hat. Okay, Steine sind wir wieder voll. Und was Steine angeht, werden wir, sobald wir die Burg anfangen zu bauen, sehr, 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 sehr viele brauchen. Und das Schlimme an den Steinen ist, man kann nur 5 Stück haben. Beziehungsweise wird eine Monsteraufgabe, das Ding erstmal voll mit Steinen zu kriegen. Was ich aber schade finde in dem Spiel, was so richtig geile Rollenspielelemente mit hinzufügen würde, wenn man wenn hier auf der Insel Pferde gäbe, wenn man die reiten könnte, aber erst wenn man die, nachdem man die gezähmt hat. Dass man die irgendwie erstmal zähmen muss, so eine Herausforderung, erstmal so ein Pferd zähmen. Und dann, ja, muss man irgendwie eine Bindung zu dem aufbauen, zum Pferd. Und dann hat man noch die Herausforderung, so, man muss erstmal dann Sattel irgendwie craften. Und das muss man erstmal irgendwie erlernen und so weiter. Was dann auch noch richtig geil wäre, wenn man dem Pferd sogar noch einen Namen geben könnte. Dass das einfach so irgendwie, oder wenn der... Auch wenn er schon einen generierten Namen hat, sodass man auch wenn man nur sich eins von, sagen wir mal, 10 Namen aussuchen kann für Pferde. Wäre auch schon nice. Kannst du über die Insel hier. Sagen, ja, über die Insel reiten. Muss aber auch sagen, das Bausystem von The Forest finde ich geil auf jeden Fall. Hätte auch sogar Potenzial für gewisse andere Spiele. So wie ich jetzt gerade gesagt habe, für so ein RPG zum Beispiel. Roleplay-Game. Ich würde es feiern, ich würde es kaufen, definitiv. So, da wären wir. Dann bauen wir hier weiter. Wirklich langsam Form an. Sorry, dass ich jetzt nichts sage, aber ich bin ein bisschen
so sprachlos. Schnell wir das Ding eigentlich fertig haben. Okay, ein bisschen braucht er halt noch, aber sieht euch das mal rein. 238 und 317. Nur zweimal hin und her für den, wenn wir den da voll haben. Dann ist das Teil fertig. Was ich jedoch schade finde, ist, dass man nicht jetzt schon das, was schon gebaut ist, nicht jetzt schon irgendwie erklettern kann. So. Jetzt eben noch die Stöcker oben rein. Nice. Einmal noch runter. Dann fehlen uns nur noch. Dann fehlen uns nur noch 80 Stöcker gleich. Jo, 80 Stöcker. 127 Baumstämme. Dann haben wir es durch. Dann haben wir das hier alles durch. Stimmt, hier war ja auch noch was. Hier 15. 15 und 50, also 65. Also brauchen wir noch 62 Baumstämme für das Teil da. Okay. So, ich sehe auch schon, wir sind längst schon über der Zeit. Da bedanke ich mich auch erstmal wieder bei euch, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.